Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Natura Suave. Mit mir. Und mir. Und Asura. Ja, und Kartoffeln. Asura. So, oh, und jetzt geht's. Schlagen wir August auf die Fresse. Auf den Mond. Ja, das hat man ja schon in letzter Folge gesehen. Oh, dieses Lied ist auch richtig gut. Wie sind die jetzt hingekommen, hingeblieben? Können wir fliegen oder fallen. Das ist doch unwichtig. Ja, eigentlich stimmt. Zeit, die Hölle losbrechen zu lassen, das ist schön. Halt die Fresse, Mann! Oh ja, ich würde sagen, so Dragon Ball. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit, den Meister zu überflügeln. Armin, gib ihn auf die Fresse. Ja! Siehst du, genau das wollte ich sehen, diesen komischen Kampf gegen die Lutscherwesen da. Die komischen verunreinigten Arschgeigen. Kampf zwischen Göttern. Action. So was will man sehen. Boah, Mann! Also ich mag ehrlich gesagt richtig diese Übertreibungen. Ja, Mann. Wow, wir haben schon ein bisschen Schaden bekommen. Friss das, August, Mann! Jetzt gibt's Tote. Oder ein Totem. Wie die Erde da im Hintergrund. Was ist so gut? Hauptsache, die bauen sowas ein. Ja, voll, Mann! Das ist einfach cool. Und das Lied dazu. Ja. Das Lied kenne ich irgendwo her. Ja, klar. Tenjo no biki o idaku tomo. Tenjo no mirishi o hosu tomo. Nagusame rareru buryou o kagotte otta ga. Kono ichigeki. Sein Schwert hat sogar Namen. Ichigeki ga ware no chi o wakasu. Alles klar. Jetzt geht's richtig los. Okay, also ein Schwert ist schon mal cool. Nuitaka. Ogas ni katana o nukaseta no wa Deus sama irai nakatta koto. Asura no chikara wa sore hodo made ni. Omoshiroi. Oh Gott, hier wundert. Musik hier. Hackt er jetzt den Mond in zwei? Jupp! Yep.
Das erinnert mich an irgendeinen Kampf bei Dings war es, glaube ich. Bei Devil May Cry oder so. Alter, ich hasse die Schwerter. Wirkt ein bisschen mächtig. Alles klar, er geht ja schon ein bisschen ab. Mann, Alter, wie hat Mats den so easy gekillt, Alter? Willst du mich verarschen? Max ist Cheater, würde ich sagen. Alter, ich habe richtig Schwierigkeiten mit dem. Jo, hat mich gerade getroffen. Ja. Macht er schon übelst Action, der Kleine. Na, ja, zumindest wirst du mal ein bisschen angestrengter. Ah, angestrengt hier. Im Gegensatz zu den vorherigen Kämpfen. Ja, das stimmt wohl. Kann denn ja alle so easy peasy sein wie, der, wie die davor? Ah, scheiße, verpennt. Alter, wie schnell muss man denn da reagieren? Ich kann doch niemals so schnell reagieren, ich bin doch schon so alt. Treibt ja überhaupt nicht. Ah, jetzt schnell ruf da. Boom! Ladezeit, das war auch sehr gut. Ja. Und das wurde halt schon gezeigt, deswegen dachte ich mir, ich mach das doch wieder weg. Ach so, okay, dann. Das hättest du sofort erkannt. Ja. Oh mein Gott, es ist so gut. Lippenhaar-Synchronität. Hm.
Alter, die müssen auch nur denken. Ja, da wird einfach die ganze Zeit Schauplatz für Gottes Spielchen oder das Gottes Spielchen. Jo! Ist okay. Irrelevant für einen Gott, echt aufgespießt zu werden. Oh, in die Richtung zu drehen ist so furchtbar, ey. Kaputt, Junge. Hast du gerade schon wieder keine Ahnung? Das ist völlig Wurst. Machst du hier auf Zorro? Mit Schwert in der Fresse? Ja. Noch schlimmer hingerichtet als nach dem ersten Kampf. バルマ。 Damit ist ein sehr cooler Charakter tot. No. Bisher von denen, die wir getroffen haben, der sympathischste. Das stimmt. Dem war nämlich alles scheißegal. Aber Hauptsache, er könnte ein bisschen Spaß haben. Vor allem ein bisschen Kämpfen und Action. Nicht, hä? Was willst du machen? So sieht's aus. Und jetzt kommt wieder der andere mit der Maske, oder was? Und geht ihm wieder. Sehr, sehr witzig. Ach, hier so ein Unreinheitsstufe 50 Millionen. Ah. Es ist eine Schildkröte mit einer Schlange. Und Asura ohne Arme und ich, Stichverletzung macht es jetzt, oder? Hast du so einen krassen Kampf? Gleich mal in den nächsten. Klar, kennst du auch super. Ist überhaupt nicht übertrieben. Er hatte nur ein Schwert. Ja. Reicht bei Asura aus, der kann auch ohne Arme. Ja. Nur wenn er nur noch seinen Kopf hätte oder nur seinen Rumpf und der andere alles weggeht, würde er trotzdem noch kaputt machen. Ja, echt, ey. Oh mein Gott.
BSSA. Ja, das ist ja immer ein bisschen schlechter anstrengend müssen bei Synchron. Ja, der Zeit, aber Zeit ist sowieso immer so ein Ding bei Azuras Wrath. Ich muss mir überlegen, es waren 4 Minuten, ich hätte ihn noch schneller killen sollen. Na. Aber der hat ja so schon 4 Action gemacht. Na. Ein Dorf in den Randgebieten von Shinkoku Forum. Dorfbewohner Arche. Nein, warum lebe ich noch? Hätte ich doch nur mehr gebetet, dann wäre meine Seele vielleicht akzeptiert worden. Das war unsere Gelegenheit, in den Himmel geleitet zu werden. Oh, was sollen wir jetzt nur tun? Da waren dann ausgegangen. Wir müssen beten. Wenn wir weiter beten, werden sie unsere Seelen gewiss auch in den Himmel geleiten. Jetzt muss ein Mädchen sprechen. Viel Spaß. Was stimmt denn ja, euch halt nicht? Warum betet ihr nur für den Tod? Oh, ist das eine hässliche Stimme. Das ist nicht richtig. Ich glaube, mir wird gleich schlecht, ihr Bitches. Das hat sie gesagt. Ja, hallo, zu den anderen. Ich muss diesen Ort verlassen. Ich will hier nicht mehr sein. Irgendwo, aber nicht hier. Ich kann keine Frauen sprechen. Ja doch, die hohe Stimme war doch okay. Nein, das ist doch witzig. Nein. Ein wenig später, eine dürre Landschaft. Was ist das? Ah! Schön, dass die Frau... Okay, mach weiter. Das muss es sein. Er kämpft wieder im Himmel. Juhu. Das kann kein Goma sein. Die Goma sind nicht im Himmel geboren. Das muss er sein. Ich werde nicht hier warten und beten. Ich muss dorthin. Ich muss zu meinem, seinem Kampf. Meinem Mann. Du bist so ein Arschloch. Ja, ich will es sehen, Mann. Ist nicht. Vielleicht wollen es aber die Zuschauer sehen. Ist mir scheiße. Ja, die sehen es eh gleich. Vor allem gleich. Ja, wir beenden jetzt die Aufnahmesession, gerade dann, wenn es wirklich gut wird. Nee, wieso? Aber für den Zuschauer ist es doch theoretisch erst ersten Tag danach. Nee, ist doch egal. Das ist trotzdem kacke. So, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von der Suche Stars wieder. Haut rein! Bis dann, tschüss!